Es war nicht ganz einfach, aber es hat Spaß gemacht. Willkommen zu Jörn unterwegs, der persönliche Podcast von und mit Jörn Beckisch. Los geht's. Los geht's. Sei gegrüßt, lieber Hörer. Willkommen zur 78. Episode. Ich war am heutigen Sonntag, dem 3. Advent 2022, mit einer kleinen Gruppe wandern. Rund 12 Kilometer von Hennef bis Siegburg zum alljährlichen Mittelaltermarkt. Richtig kalt wurde es aber erst dort, als wir auf dem Marktplatz standen. Du hörst gleich drei Gäste. Miri sagt etwas über den Met. Sven erzählt als gelernter Töpfer über sein Handwerk. Und zwischendurch begegne ich einer waschechten Äbtistin, die eine bestimmte Mission erfüllt. Welche das ist, kannst du sie gleich selber sagen hören. Und jetzt kommt Butter bei die Fische. Eigenwerbung, Podcast-Intro, Postproduktion und Sounddesign für deinen Podcast. Geh im Netz auf dasblaustudio.de. Ich bin zum ersten Mal auf dem Mittelaltermarkt in Siegburg. Aber nicht alleine, sondern mit den Leuten, mit denen wir gerade zusammen so rund 12 Kilometer von Hennef bis hierhin auf dem Natursteigsieg gewandert sind. Ich finde es auf jeden Fall richtig schön hier auf dem Mittelaltermarkt in Siegburg. Um mich herum sind ganz viele Leute, Kinder, Erwachsene und Alte, die alle etwas schlemmern und sich erzählen und auch etwas trinken, wie zum Beispiel einen Met. Neben mir steht jemand, eine Freundin, die ich schon mal länger kenne, die trinkt einen heißen Met aus einem getöpferten Becher. Sagst du deinen Namen für den Hörer? Ich bin die Miri. Schmeckt der Met? Der Met schmeckt wunderbar, jetzt vor allem nach der Wanderung. Ja, Met haben ja auch schon die Kelten und die Germanen getrunken in der Vor- und Frühgeschichte. Und ja, ich würde sagen, es wärmt Körper und Seele im Moment. Und ja, ich bin auch ja froher Gefühle, denn... Am 21. Dezember ist ja Wintersonnenwende. Das heißt, wir haben dann sozusagen die längste Nacht, die längste Dunkelheit des Tages hinter uns gelassen. Und ab dem 22. Dezember geht es dann wieder aufwärts. Und da freuen wir uns alle schon drauf, dass nämlich die Zeit der Dunkelheit langsam wieder übergeht in die Zeit der Helligkeit, wo die Tage also wieder heller werden. Also es geht sozusagen um die Wiedergeburt des Lichtes. Das haben ja zum Beispiel die Germanen gefeiert, die Kelten, aber auch die Römer mit dem Sonnengott Sol. Es war ja zum Beispiel der Geburtstag von dem Sonnengott Sol. Und ja, es geht darum, dass die Tage wieder länger werden, das Licht sozusagen wiedergeboren wird, das personifizierte Licht. Die Miri, die das gerade erzählt hat, die hat nämlich einen Doktor in Skandinavistik und interessiert sich sehr für Geschichte und ist diesbezüglich ein sehr interessanter Gesprächspartner, nicht wahr? Ja, danke, lieber Jörn. Immer wieder gerne mit dir. Danke. Die Miri trinkt den Met aus einem getöpferten Becher. Auf der Wanderung gerade eben habe ich jemanden kennengelernt, der tatsächlich töpfern gelernt hat. Stellst du dich dem Hörer kurz vor? Ja, ich bin der Sven, ich bin 31 Jahre und ich bin gelernter Töpfer. Wow, ich bin wirklich immer noch erstaunt darüber, mit jemandem zu sprechen, der wirklich Töpferei gelernt hat. Was war deine Motivation, Töpfern zu lernen? Naja, ich wollte definitiv ein Kunsthandwerk lernen. Ich dachte mir, es ist was Traditionsgemäßes und es hat mich interessiert. Das war spannend. Mit welchem Alter hast du dann so den Fokus auf die Tradition gelegt? Ja, also ich hatte schon immer starkes Interesse an alten Dingen, alte Schriften, auch an altem Handwerk. Dass ich diesen Beruf lernen möchte, das kam eher zufällig. Ich habe eine Stellenausschreibung von einer kleinen Töpferei in der Zeitung gesehen und habe mir einfach gedacht, das muss es sein. Dann hatte ich halt das Glück, dass meine Bewerbung sofort angenommen wurde. Ich habe mir echt Mühe gegeben, habe in meiner schönsten Handschrift die Bewerbung geschrieben, weil ich dachte mir, das kommt bei einem Kunsthandwerk ganz gut.
Und ich wurde auch tatsächlich deshalb dazu Vorstellungsgespräch eingeladen, nicht aufgrund meiner Noten. Ja, die Begeisterung war es dann, die den Arbeitgeber dann gezeigt hat, ja, der Junge hat wirklich Interesse daran, das Töpferhandwerk zu lernen, nicht wahr? Ganz genau. Das war die Begeisterung. Von dir getöpfertes Stück, was du gemacht hast. Das ist ein Beruf, der ist nicht ganz einfach, ja. Man muss es erstmal schaffen, den Ton auf der Scheibe zu halten und zu zentrieren. Und dementsprechend würde ich sagen, das erste getöpferte Stück, ich war super stolz, als ich nach einem halben Jahr einen Klumpen in der Mitte gehalten habe. Es war eine ganz einfache Tasse, mehr schon ein Becher. Ich habe dann einfach den Klumpen in der Mitte halten können und ein Loch reingemacht. Ja, das war so das Erste. Ja, aber es war nicht ganz einfach. Ja. Das erste wirkliche getöpferte Stück, das war dann, also das erste gute getöpferte Stück, das war tatsächlich erst nach einem Jahr ungefähr zustande gekommen. Was war das für ein Stück, was dann nach einem Jahr erst zustande gekommen war? Das war dann mein erster kleiner Bembel. Vielleicht fragst du dich auch, lieber Hörer, was ist denn ein Bembel? Sag mal, Sven. Ja, also wenn man auf dem Stadtwappen von Höckrenshausen, da habe ich nämlich meine Ausbildung gemacht, mal nachschaut, da sind die Bembel drauf abgebildet. Das sind diese typisch kleinen grau-blauen Krüge mit Bauch. Mit einem kleinen Ausguss vorne, da wird zum Beispiel der Frankfurter Postmann Apfelwein, für die haben wir sehr viele Bembel produziert, drinne serviert und auch andere Weine. Das heißt, der Bembel ist eine Figur, die man auch überregional kennt, ne? Also aus Frankfurt und auch aus dem Höckrenshausen. Ja, oft wird es Krug genannt, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Bembel eher so ein Weller-Plattwort war, aber wir haben es Bembel genannt. Wie viele andere Menschen haben eigentlich denn das Töpferhandwerk mit dir zusammen gelernt? Also es gab noch einen Azubi in meiner Stufe und also wir waren zu zweit. Es gab einen weiteren Azubi aus dem Jahrgang vor uns. Das war so ziemlich alles. Wir kamen dann auch tatsächlich in der Berufsschule mit den Industriekeramikern in eine Klasse, weil für uns wollten sie keine eigene Klasse mehr aufmachen. Auch Schulbücher wurden das letzte Mal vor ungefähr 150 Jahren gedruckt. So, wir haben dann nur noch Kopien bekommen. Ihr wart also bloß zwei Azubis, die Töpferei gelernt haben und der Rest waren dann alles Industriekeramiker. Was ist nochmal ein Industriekeramiker genau? Ein Industriekeramiker produziert das mit Maschinen, was wir mit der Hand gefertigt haben, ja. Allerdings werden auch Kloschüsseln in der Industriekeramik produziert, ja, heute auch Tassen. So ziemlich alles, was halt industriell gefertigt werden kann. Wie lange ging denn deine Ausbildung? 3 Jahre. Also ganz reguläre 3 Jahre, ne? Standardausbildung war das, ne? Genau, ganz regulär. Sven, welche anderen Werkstücke hast du denn im Laufe der Ausbildung getöpfert? Also es hat angefangen mit kleinen, erstmal versuchen, irgendwelche freien Formen. Ja, erstmal den Zylinder, das ist das Erste, was unterrichtet wird. Dann wird der Zylinder mit spitzem Zulauf oben, also man nennt es ein Pint, das ist auch eine Art Krug. Der läuft nach oben hin dünner zu, hat auch einen kleinen Ausguss. Dann kam die Bembel, also der Krug mit Bauch. Dann haben wir auch Schalen. Schalen waren etwas schwieriger, weil sie halt einen sehr kleinen unteren Teil haben und oben nach außen hin immer weiter. Das war sehr viel schwieriger, das kam als letztes. Und in der Gesellenprüfung mussten wir dann einen Bembel mit 30 cm Höhe und ich glaube, es waren 20 cm Bauchdurchmesser. Eine Schale 15 cm hoch und 30 cm töpfern und ein freies Stück. Und da habe ich mich für einen Reistopf entschieden. Das habe ich gar nicht verstanden, weil es hier so ein bisschen laut ist. Was war das nochmal? Also ein Topf zur Lagerung von Reis, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr gerne Sushi gemacht habe. Und ich dachte mir, dafür habe ich auch eine Verwendung, um meinen Sushi-Reis zu lagern. Der sah ähnlich aus wie ein Rumtopf. Rumtopf kennt man vielleicht. Das ist auch so eine Tradition. Da werden dann Früchte mit Alkohol eingelegt, zu einer Art Marmelade verarbeitet. Die sind in der Regel auch so um die 40 bis 50 cm hoch und haben auch einen Bauchdurchmesser von ungefähr 40 cm. Es war nicht ganz einfach, aber es hat Spaß gemacht. Ja, das sehe ich deinem Gesicht an. Also du strahlst und lachst mit deinen Augen und deinem Mund. Ja,
So, jetzt erstmal nehme ich das Mikrofon in die linke Hand, weil meine rechte Hand schon fast zugefroren ist. Wie war die Lehrzeit für dich so im Nachhinein? Was waren die besonderen Dinge, an die du gerne zurückdenkst? Also die witzigste Sache war in der Berufsschule. Da hatten wir ein Projekt, da sollten wir ein baukeramisches Projekt formen. Der andere Azubi hat sich dafür entschieden, einen Kachelofen zu produzieren und ich habe gesagt, ich mache einen Ziegelstein. Und die Lehrerin hat gesagt, nein Sven, du bist einer meiner besten Schüler, du machst keinen Ziegelstein. Dann habe ich gesagt, doch, ich mache einen Ziegelstein und ich habe dann wie bei einem Kirchentor quasi diesen Fensterbogen gemacht, ja, und dann habe ich einen irre komplizierten Fensterbogen gestaltet, ja, also keinen einfachen Ziegelstein, sondern einen angewinkelten mit Relief, ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Erstmal die Lehrerin zu schockieren, dass der Sven sich natürlich für das Einfachste überhaupt entscheidet und dann doch so ein hochkomplexes Ding daraus formt. Ich habe auch ziemlich lange dafür gebraucht. Es war eigentlich der ganze Block, wir hatten Blockunterricht, das waren ungefähr 3 Wochen. Ich war die ganze Zeit daran am Arbeiten. Ja, deinem Grinsen ist abzulesen, dass es dir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und du gerne daran zurückdenkst. Ja, ja. Wow, also hier um uns herum ist ein Gewusel an Leuten. Und ich trinke mal einen Schluck warmen Tee. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht hier. Wie heißt der noch bei mir in der Flasche ist? Lecker. Oh, der riecht aber lecker. Was ist das für ein Tee, Sven? Das ist ein Kräutertee von Sonnentor. Der wurde zusammen mit Wolf-Dieter Stoll, einem Ethnobotaniker, der mir sehr wichtig ist, zusammengestellt. Und er ist einfach gut. Ja, der riecht auf jeden Fall voll lecker. Darf ich da gleich mal von ein Tässchen probieren? Sehr gerne. Ja, danke. Ja, erstmal mein Tee hier, das ist ein Waldfruchttee. Den werde ich erstmal auftrinken. Mm, yum. Lecker. Das ist der Tee, den der Sven gemacht hat, nach einem Rezept von Wolf-Dieter Storl. So, und wir waren auch mit 2 Hunden hier unterwegs und der eine Hund, bitte was? 3 Hunde. Waren es echt 3 Hunde? Es waren 3 Hunde, ja. Ah, 3 Hunde. Ja gut, auf jeden Fall, einer ist gerade vor mir und der hat sich auch zwischendurch, das habe ich noch nie bei einem Hund gesehen, der hat sich die Pfoten geleckt unterwegs, weil er wahrscheinlich irgendwie Schmerzen an den Pfoten hatte. Bei gefühlten -2 Grad ist auch sehr verständlich, finde ich, dass auch unsere Vierbeiner da einen gewissen Effekt spüren. Jo, ansonsten um mich herum, da vorne blicke ich auf eine Säule mit einer beflügelten Frau. Da weiß ich gerade nichts drüber zu erzählen. Es sieht aber, ja, ziemlich historisch aus. Und vor mir ist eine kleine Feuerschale auf einem Kasten mit Sand drin und eine Dame in einer Gewandung mit einem goldenen Stab an ihrer rechten Hand. Sieht aus wie eine Nonne. Sind Sie eine Nonne? Ich bin es, in der Tat. Äbtissin Adelheid ist mein Name. Ach, Sie sind der Adelheid. Hallo, ich bin der Jörn. Auf diesem Mittelaltermarkt, was ist denn Ihre Rolle so? Ich gedenke alsbald, die Abtei oben auf dem Michaelsberg neu zu beleben und da selbst die frommen und gottgefälligen Jungfrauen aus dieser Stadt unterzubringen, auf dass sie dem Ehejoche entfliehen können. Ja. Alles klar, dann gutes Gelingen dabei. Und weil Sie gerade einen Beitrag in meinen Podcast gegeben haben, gebe ich Ihnen auch mal gerade eben eine Visitenkarte. Bitte schön. Mit einem Bildnis, seid bedankt. Oh, ja. So werde ich euch dann in mein Nachtgebet einschließen, indem ich euch gleichzeitig betrachte. Okay. Vielen Dank, gehabt euch wohl. Ihr desgleichen, der Herr sei mit euch. Ja, lieber Hörer, so geht das hier auf dem Mittelaltermarkt in Siegburg. Und ich erfreue mich einer guten Laune, gute Stimmung hier drumherum. Wir sind hier. Eiszapfen in der Nase. Bitte? Eiszapfen in der Nase. Mein Eiszapfen, genau. Der Rotz, der langsam zum Eiszapfen gefroren ist an meiner Nase. So, ist der schon sehr groß oder geht's? Geht. Möchtest du ein Taschentuch? Ja, genau. Nehme ich gerne an. Danke dir, Sven. So, da vorne sehe ich ein Kind neben dieser Art Feuerschale. Das Feuer brennt nicht, es raucht nur ein bisschen.
und insoweit wird das jetzt wahrscheinlich nicht so viel Wärme spenden. Da standen gerade ein paar Leute drum, die sich vermutlich wärmen wollten. Aber so ganz erfüllt das seinen Zweck noch nicht. Wahrscheinlich, wenn das gerade entflammte Feuerchen dann mal richtig zum Brennen kommt. Ja, wir waren heute mit einer kleinen Truppe wandern und zu der kleinen Truppe zählten auch zwei Kinder. Letztlich haben die Kinder dann doch recht gut mitgemacht. Das war aber zwischenzeitlich dann schon zu merken, dass das nicht so alltäglich ist für ein Kind, halt so viele Kilometer bei dieser Kälte halt sich durch Berg und Tal in der Natur zu bewegen. Auf Wiedersehen. Das war einer, der auch mitgewandert ist. Jo, Sven, an dich noch eine Frage. Und zwar, ich blicke jetzt ja auf diese getöpferten Becherchen. Das heißt, es gibt also auch jetzt eine Verwendung für getöpferte Materialien. Hast du seit dem Ende der Ausbildung bis jetzt nochmal getöpfert? Nein, ganz klar. Also eine Anstellung als Töpfer zu finden ist sehr schwer. Eine Töpferscheibe für zu Hause privat anzuschaffen lohnt sich nicht, weil ein Brennofen quasi unbezahlbar ist für einen einzigen Menschen. Es sei denn, ich hätte einen Betrieb. Ich habe tatsächlich nachgefragt in einigen Töpfereien, ob sie noch Arbeit haben. Und von ursprünglich 1 bis 2 Öfen am Tag brennen sie jetzt maximal einen Ofen die Woche. Also das Geschäft ist echt kaputt. Hat keine Zukunft. Also für Kunsthandwerker macht es Sinn, die aber keine reinen Gebrauchsgegenstände, sondern Kunstgegenstände oder Sammlerstücke produzieren, dann macht es Sinn. Aber auch da muss man einen Kundenstamm aufbauen, das ist nicht ganz einfach in Zeiten wie heute. Und auch damals, als ich 2012 meine Ausbildung fertiggestellt habe, war es absolut nicht einfach. Es ist eine sehr, sehr kleine Community, die das noch aktiv betreibt. Ja, und da das Töpferhandwerk ja beziehungsweise der Bedarf an Getöpferten, an handwerklich getöpferten Gegenständen ja nicht mehr da ist, was machst du denn dann sonst, ne? Wo geht's denn dann für dich hin? Ja, ich bin jetzt aktuell in der Logistik, in der Lebensmittellogistik beschäftigt und werde ab Januar eine Weiterbildung machen zur Mediengestaltung bzw. Grafikdesign. Oh, das hört sich aber ganz toll an, schön kreativ, ne? Ja, es ist nicht mehr ganz handwerklich, aber man kann ja auch mit der Hand vorzeichnen. Also es bleibt kreativ und macht Spaß. Lieber Hörer, jetzt kommt noch ein Gruß vom Sven. Ja, ich wollte meine Frau, die Annalena, grüßen. Es tut mir furchtbar leid, dass ich jetzt doch ohne dich auf diesem Mittelaltermarkt bin. Oh. Also sie wollte keine 15 Kilometer wandern. Das würde ich sagen, darf dann ruhig beherzigt werden, denn es kommt von Herzen. Lieber Sven, vielen Dank für deinen Beitrag und dir alles Liebe und Gute für die Zukunft. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Bis zur nächsten Wanderung, definitiv. So, und ich verabschiede mich hier von dem Mittelaltermarkt in Siegburg. Und jetzt wird hier abmoderiert. Hört ihr Leute. Links zu Produkten, mit denen ich diesen Podcast unter anderem produziere, findest du in der Beschreibung dieser Episode. Lieber Hörer, das war's für heute. Schreib mir gerne eine Rückmeldung zu dieser Episode oder meinem Podcast generell an jörnunterwegs@gmx.de. Ich bin schon gespannt darauf, wovon die 79. Episode handeln wird. Danke fürs Zuhören und gerne bis nächste Woche. Dein Jörn Beckesch.